Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Lassen wir uns überraschen, was heute so Schönes passiert. Was die letzte große Schlacht, was die letzten großen Kämpfe so bereithalten. Bin da wirklich hyped. Ohne Ende. Hyped. So, erstmal jetzt Basis gucken, wieder ganz klassisch zum Anfang. Runensplitter Wasser 7. Hey there. Da fehlt eine Gruppe, fehlt was? Fehlt ein Mitglied. Gott, wen habe ich denn da rausgenommen? Sammeln und Glück. Sammeln, Glück ist auch. Ah, wen haben wir denn hier noch mit Glück? Melore. Der hat halt keine Stärke. Mal gucken, Stärke. Die haben alle keine Stärke. Ich brauche, der hat S-Stärke. Vielleicht noch jemanden mit Stärke reinnehmen. Der ist noch ganz gut, Dolan. Rein mit dir, alter Mann. Schicke ich die mal dahin. So, ich hatte glaube 98 Helden, wenn ich mich nicht täusche. Es fehlen noch zwei, dann kann ich die Basis ausbauen. Komm in. 98, genau, da war's. Eieiei. So. Ausbauen konnte ich, glaube, nichts. Ah, ich habe Garou und CJ noch mit drin. Es wurde mir gesagt, unter der Basis ist noch jemand. Und ich habe letztes Mal die Höhle komplett erkundet. Also irgendwie bin ich der Meinung, das muss hier damit etwas zu tun haben. Das hier, das ist unter der Basis. In der Höhle war nichts. Er hat mich dumm und dämlich gesucht. Ich hätte gedacht, dass das irgendwo hier unten ist. Irgendwo hier drinne. Ah, ich habe keine Ahnung wo. Der redet nicht mit mir. Der ist pissed. Keine Ahnung. Ich würde vermuten, irgendwie hier unten muss es damit was zu tun haben. Aber so ganz schlau bin ich noch nicht. Mood, are we? So, die Kleine muss ich noch finden. Was haben wir denn hier noch? Verleiht der Höhle der Helden eine wunderschöne Fassade. Ich weiß nicht, was die Höhle der Helden ist, aber ich mach's einfach mal. Hauptsache ein bisschen was ausbauen. Ach, das ist die Gaststätte. Okay, cool. Haben wir die renoviert. What a beautiful inn we've made. Oh yeah. You are right. Ach, jetzt kann ich seine Werkstatt bauen. Ja, Abfahrt hier, komm. Hier kann ich Kunstwerke erschaffen. Habe ich gar nicht gesehen, die Ecke da hinten, die letzten Male. Aber jetzt habe ich eine geile Werkstatt. Is explosion. Zaubertaschenladen. Warum habe ich das alles nicht gesehen? Bin ich dumm oder so?
bin maximal verwirrt. Naja, da sagst du was. Also, ein Noob trifft's gut. Kann ich das noch weiter ausbauen? Das ist dumm, ey. Und nochmal, kann ich ein paar Pelze loswerden? Also da zweifle ich ja gerade schon wieder komplett an mir selber, ne? Wie dumm das Ganze ist. Oh, it's getting cozy in here. Das freut mich, dass du dich wohlfühlst, mein Junge. Restaurant kann ich erweitern. Die Bronzestatue. Fügt eine neue Missionsaufgabe hinzu, bräuchte das Horn der legendäre Bestie, aber das muss ich mir aufheben hierfür. Bestienknochen, Angelplatz kann ich ausbauen. Missionsgilde, alles Missionsgilde. Erlaubt die Möbel nur das Zimmer anzupassen. Cool. Dafür brauche ich ihn erstmal. Kriegstruppenstärkung. Steigert die Kampffähigkeit von Truppen. Das wäre schon nicht schlecht. Das geht noch nicht, Schmiede. Das geht auch noch nicht. Zubehörladen ausbauen. Gut, die Kleine muss ich mal finden. Habe ja so das Gefühl, dass sie eigentlich mit in der Basis sein müsste. Wenn der Papa hier ist, oder... Dann sollte die doch auch mit hier drin sein. Na gut. Wo würde die sich rumtreiben? Ist die Frage. Okay, mal zum Handelsplatz. Mal gucken, was ich da gerade gebaut habe. Dann will ich jetzt die erste Stunde eigentlich so damit verbringen, nochmal einen die zwei Helden irgendwie zu rekrutieren. Auf Krampf. Und dann geht's in die Main Story. Volles Karacho rein. Da sind die alle. Da ist sie mit ihrer Lanze. Da sind die zwei Alten. Vielleicht kommt die ja auch erst noch. Wenn man die Story weiter vorantreibt. Aber ich müsste das doch noch irgendwie hinbekommen. Irgendwie müsste ich das doch hier hinbekommen, dass ich noch die zwei letzten Helden... Ich könnte noch diesen Schwarzritter, Schwarzritterin... Die könnte ich noch versuchen zu verprügeln. Das war einer mehr. Ansonsten... I expected you. Hat sie mir ja schon alles gedeutet. Okay, den könnte ich noch holen. In den Bergen. Da, wo Schnee liegt. Das weiß ich, das kriege ich hin, weiß ich, wo das ist. In den Hügelgräbern tief im Wald, die vom bewährten Grün gesegnet sind. Der müsste ja in den Runenhügel dann irgendwo sein. Meister der Kochkunst, da muss ich erst kochen, ja. Reina. Lala, ja, die will irgendwas. Große Beute, keine Ahnung, was sie damit will. Aber ich könnte es mit Reina probieren. Hier. Liegt unter der Stadt, neue Prüfungen erwarten dich dort. Ich raff es nicht. Ich bin mir sicher, die Höhle ist es nicht, weil die habe ich ja letztes Mal abgeklappert. Das muss irgendwo hier in der Basis sein.
Aber ich weiß nicht wo. Okay, dann gucke ich mal. Machen wir erstmal Rainer. Muss ich mal irgendwie meine ganzen Leute erstmal upgraden, mitnehmen, gucken. Jetzt geht wieder Micromanagement los. Erstmal alles richtig ausrüsten. I have things to do, you know. Erstmal kommt Hugo mit. You take it from here, Risha. Guck ich mal. Kann ich die Waffen noch upgraden? Follow me. Eupharius. Isha geht mal raus. Dafür hole ich mir... Momo ist doch die beste Zauberin, ne? Oder Zauberer. You can give me my share when you return. Will ich Marisa drin haben? Naja, es sind halt doch die einzigen, die richtig gelevelt sind. Vielleicht Francesca raus? Machen wir Garou noch mit rein, der kann noch mit raufkloppen. Come back up. Dann gehe ich nochmal zur Schmiede und gucke, ob ich was hochschmieden kann. Und dann läuft's hoffentlich. Mal gucken. Da ist doch schon die hier Schmiede. Schmiede hier. Kenne mich in meiner eigenen Stadt nicht aus. Oh, er kann sehr. Guck mal. Warum habe ich das noch nicht hochgeschmiedet? Auf Stufe 9 können die doch alle hoch. Ist doch. Wunderbar. Achso, sie ist schon. Dann Eupharius. Dennoch hochgeschmiedet. Wen haben wir denn noch? Momo. Die hat schon Level 10. Tigerspeer. Mit ihr möchte ich gern eigentlich mal kämpfen. You know what I am. So, was kann ich hier machen? Kunstwerke kreieren. In der Werkstatt kannst du aus Materialien Dekorationen herstellen und sie platzieren. Kunst herstellen. Stelle Objekte her und platziere sie in der Stadt und deinem Zimmer. Stadt anpassen. Dekoriere Straßen und Gebäude mit Kunstwerken. Zimmer anpassen. Dekoriere Noahs eigenes Zimmer. What can I do for you? Ah, guck mal, da kann ich jetzt hier schön... Mensch, da kann man bestimmt richtig viel Zeit reinsetzen. Nee, danke. Das geht dann doch ein bisschen zu... So viel Zeit habe ich dann doch nicht. So, wo wollen wir denn hin? Dabavin. Alright. Oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. 1,5 Schaden. Ich muss nur 1,5 Schaden irgendwie knüppeln. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Das ist halt das Problem. Weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Angriff. Sie kann doch. Sie muss.
Schwert des Feuergottes mal auf ihn. Gucken wir mal. Auf jeden Fall fängt sie schon mal an. Und mit 39 komme ich nicht weit. Ich glaube, das wird nichts. Hauen wir mal die Inferno-Säule raus. Da finde ich nicht die richtige Kombi. Vielleicht muss ich nur welche mitnehmen, die raufknüppeln. Das ist doch nix. Wassernadel. Das Dumme. Leave it to me. Thanks. Take this. Ich bin ja ganz weit entfernt. We done here? Hä, doch geschafft? Das war doch wenig Schaden, oder? Bin ich der Meinung? Mir kam das richtig schlecht vor. Precious few were able to land a blow like that on the Rainer. I haven't been knocked around like that since I battled the Giga Drak Yggdrasil and awoke to my powers as a dark knight. Ich raff gar nichts mehr. Congrats, babe. You just won exclusive rights to the Rainer's sword and shield. Yep. That's how amazing you are. Let's join forces. Okay, alles klar. Alles klar, gut. Ich nehm's. Ich nehm's einfach an, dankbar. Finstere Ritterin Rainer. Die sieht schon richtig heftig aus. Ich glaube, die nehme ich gleich mal mit. Mal zum Testen. Okay, dann zurück in die Basis. I don't know what happened. Macht alles keinen Sinn für mich. Rainer ist Stufe 28, die muss ich erstmal hochtrainieren. Schild, aber da kann man bestimmt noch ein bisschen was. Rune der Verteidigung, Rune der Rüstung. Da könnte man bestimmt noch einiges rausholen, auch im Angriff. Nee, ich nehme erstmal wieder Francesca mit. Da ist Francesca. Kann ich meine Gruppe sortieren? Ich glaube nicht, ne? Ich würde die jetzt gerne mal so sortieren nach Stärke zum Beispiel, Angriffskraft.
Oder nach Magie. Das würde mich halt mal so interessieren. Er macht zum Beispiel 254 Angriff. Hat 213 Verteidigung. Der hat 264 Verteidigung. Der hat auch 264. Mein Stuhl sackt immer so ein bisschen runter. Nicht, dass ich gleich am Boden sitze. Och Mann, nein, ich will weitermachen. Meine Fresse. Oder dass ich nach Mitteldistanz oder so sortieren kann. Lang, Mittel. Foxiel. Würde mich mal interessieren. Ich nehme sie mal mit. Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß mal mitnehmen. Weil ich mag Lanzenkämpfer gerne. So, hier ist noch alles beim Alten. Passiv habe ich immer noch nichts. Gucken wir mal. Momo kann noch ein bisschen was. Oh, Mama. Ich habe nicht so viele geile Runen, muss ich mal ehrlich sagen. Ciel, was hast du? Schlafresistenz. Geschwindigkeit. Rune der Magie. Warum Magie? Kriegst einfach mal Kraft. Kann ich dir irgendwas geben? Giftimmunität. Ohne der SP. Die Scharfschützen, das ist etwas in die hintere Reihe. Rüstungsdurchbruch. Könnte sie. Aber ich mache jetzt hier keine Experimente. Man könnte auch alles ablegen. Nun gut, dann gucke ich nochmal. Ja. Ausrüstung. Noch ein bisschen Ausrüstung für sie. Und dann geht's in den Schneeberg. Vielleicht die Nummer 100 rekrutieren. Need some eye-catching armor? Ja, für Foxy. Das weg. Aber ich will weiter kaufen. Mensch Gott, die Steuerung macht mir so fertig. So, Stoff, Kettenpanzer. Brustplatte kann sie auch. Kriegt sie den Kreuzpanzer. Warum werden meine Leute nicht angezeigt, die ich dabei habe, ganz oben zum Beispiel? So, Schild kann keiner. Aber jetzt hat es ein bisschen mehr Verteidigung. So, dann noch zum Schmied. Das ist schon... alles ein bisschen anstrengend. Wenn man irgendwie so viele Helden managen will. Hoi! Hoi! Okay, sie hat schon.
Dann geht's jetzt zum Schneeberg. Wo ist er denn? Da. Alright. One perfect teleportation. Ja, gucken wir uns den Schneegipfel-Dingsbumsberg an. In der Hoffnung, dass da jemand ist. Pass auf, wo ihr hintretet. Keine Ahnung, wo der hier sein könnte. Vielleicht ganz oben. Aber ich weiß nicht, wie man ganz nach oben kommt. Ich habe so viele unbekannte Münzen. Ich habe auch keinen Rückkehrsplitter. Habe ich auch nicht dabei. Glaube ich, bin nicht so gut vorbereitet. Würde ich mal spontan vermuten. Let's begin. Take this. Hi. Oh, sie macht ja gar keinen Schaden. Sehr gut zu wissen. Aber sie ist ja noch ein bisschen unterlevelt. So, und jetzt zack, zack. Da habe ich nichts. Nichts zum Teleportieren dabei. Das ist echt schlampig. Zum Rausteleportieren. Show me some hustle. Ah, vielleicht kriege ich ein paar Eier. Ein paar geile Eier. Ah, erstmal daneben geschlagen. Wunderbar. Er rastet wieder aus. An die Haut aber auch rein. Okay. Da oben gibt's nur das Ding da. Aber, ey, da triggert was. Ich sehe dich, Challenger. And I accept. Okay, scheinbar bin ich richtig. Ah, El Luchador. Okay. Who are you? I am El Alicanto, the Golden Bird's chosen warrior. And I have ascended this sun-kissed peak to await younger blood like you. Someone I can call a worthy comrade. Neuer Main-Charakter, würde ich sagen, im Team. Oh, so you're looking to team up? If you were a warrior worth fighting for, then see, I will gladly join your crusade. Oh, das freut But mich. First, your destiny must be weighed. You must face the Golden Bird's judgment. I'm listening. Wahrscheinlich ein Kampf, oder? Duel, boy. If you can take me down, then I will know that you are a true warrior. And our destinies are aligned. Gibt er mir einen Body Slam? I am ready for your challenge at any time. Simply say the word and we begin. Gib mir mal einen richtigen heftigen Suplex okay, oder so. I'm ready too. Let's see what you've got. Such fire, I like it. And now, here I come. Jawohl, gib mir hier. I stand ready to be tested. Ah, so ein Duell wollen sie. Gib mir mal einen Piledriver oder. Okay. El Alicanto pulls his punches for no one. Let's do this. Oh, big splash. Seize every chance.
Oh. Das war ein harter Konter. I stand ready to be tested. Ah, okay. Der war abgelenkt. Das habe ich in eine reingegeben. Let's do this. Oh, Big Splash. Nochmal. I stand ready to be tested. Ups. Ja, nicht so viel Pausen, Digi. Dann fängst du dir gleich mal eine. Oh, jawohl. El Alicanto pulls his punches for no one. Let's do this. Jawohl. Seize every chance. Nochmal ein Angriff, zack. Ah, das war nicht gut. Hätte ich kontern sollen. Stand ready to be tested. Ah, ich hätte kontern sollen. Ich muss mir das nochmal einprägen, wenn der was sagt, was ich machen muss. Ah. Aber das kriegt man hin, das ist... Das kriegt man hin. Back for an up now. I stand ready to be tested. Ich bin bereit, auf die Probe gestellt zu werden. Muss ich angreifen, oder? El Alicanto pulls his punches for no one. Jetzt muss ich... Let's do this. Hält sich für niemanden zurück. I stand ready to be tested. Okay, machen wir einen Angriff. Ah ja, der Poster ab. Gleich habe ich es wieder vergessen. El Alicanto pulls his punches for no one. Let's do this. Okay. I stand ready to be tested. Nochmal angreifen. Zack. Seize every chance. Konter. Boom. Lass dir keine Chance entgehen, Konter. Hat er zwei kontert, aber geht. Ah, das läuft doch schon besser. I stand ready to be tested. Ups. Seize every chance. Der Big Splash daneben gegangen. Alicanto pulls his punches for no one. Let's do this. Ein schöner Dropkick. Jetzt nochmal richtig hier. El Alicante. Oh, was machen die denn jetzt? Das artet aber ein bisschen aus hier.
Okay. El Alicante schließt sich an. Magnifico. Magnifico. I stand defeated. The Golden Bird smiles on you, boy. You have proven yourself a true warrior. Now that our destinies are joined, let us go forth and do battle together. By the light of the Golden Bird, I promise you glory and victory. Ah, oh, die 100. Der goldene Soldat. El Alicanto. Eine bessere 100 hätte es gar nicht gehen können. Find my way to your town and prepare for the crusade ahead. If we're being honest, it's really freaking cold up here. Jawohl. Geile Sache. Jetzt muss ich nur noch schnell runter hier. Und dann die Basis ausbauen. Komm, den nehme ich noch mit. Bisschen Pelz. Dann mal gucken, was El Alicanto kann. Ob der was taugt. Schreit mich doch bitte alle nicht so an. Was ist denn falsch mit euch? Alle auf einmal losgeschrien. Okay, ich kann den Foxy da nicht mitnehmen. Die quasselt mir zu viel Kacke. Die muss wieder raus. So, El Alicanto. Gucken, was er taugt. Aber eigentlich müsste ich ihn mitnehmen. Damit wir auch einen richtigen Wrestler im Team haben. Der die Gegner vermöbelt. Was wünscht man sich mehr? Level hier ist doch wunderbar. Ich glaube, Foxy kann gar nichts weiter. Die hat einfach nur eine coole Lanze. Das war's. Ah, naja. Dann geht Foxy wieder raus. So, auf nach Ulfbert. Jetzt kann die Basis auf Stufe 4 gebracht werden. In a building mood, are we? Da. Ja, bitte sehr. Wumms. So viel Neues. Ich werd wahnsinnig. Ui, gucke mal. Sieht das nicht schön aus? Lecker Schmecker. Das ist eine schöne Stadt geworden. Bin ich stolz auf mich. Und ich habe die 100 Helden voll. 100 Heroes, damit ist das Spiel für mich beendet. So, was kann ich jetzt Schönes machen? Handelsposten. Das ist immer noch. Ich brauche so Ressourcen, die ich nicht habe. Ich brauche viele Ressourcen, die ich nicht habe. Sehr cool. Ein
mysteriösen Raum bauen. Baut einen mysteriösen Raum auf der Untergrundebene 1 der Burg. Ja, komm mal. Warum nicht? Klingt verlockend. Ach, das ist doch die, die ich suche, oder? Ist die das nicht? The God of the myriad planes is smiling. Wahrscheinlich wird sie das sein. Die ich gesucht habe. Horn der legendären Bestie. Restaurantmenü erweitern. Ach komm, machen wir es einfach. Was soll der Geiz? So, mehr ist eigentlich gar nicht dazugekommen. Oder hier so, ja. Wahrzeichen bauen kann ich noch nicht. Da fehlen Ressourcen. Okay. Na, dann gehe ich mal in die Untergrundebene. Aber erstmal El Alicanto. I have things to do, you know. Wo ist er? Ja. Meine Stufe 36 hat einen hohen Verteidigungswert. Weiß jetzt nicht, ob der so taugt. See, the fated battle continues. Come back alive. Goods, right? Leave it to me. So, was habe ich ihr denn gerade gekauft? Wo ist sie denn? Dann kann ich das mal alles ablegen. Aber ist das jetzt, was ich... Ach so, er kann nur das. Der kann gar nicht so starke Sachen anlegen. Okay. Mhm. Okay. Ach doch, Runen kann ich nochmal gucken. Ja, der hat nicht so viel. Rune der Rüstung, Rune der Verteidigung. Eine Rune der Kraft wäre cool. Habe ich nur zwei Stück davon? Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwer hat doch hier Rune der Kraft. Da, sie ist zum Beispiel. Eigentlich müsste man jedem alles mal ablegen, ne? Ah, so viele. So, hier, komm. See you again. Das ist ein Gefummel alles. So, dann gehe ich mal hier runter, hallo? In den geheimen Raum. Wer auch immer du bist. Aber du bist die Person, die ich gesucht habe. Okay. Well, nothing creepy about that. Who are you? Mhm. Wer bist du bitte? I. Why, I am Selbineth. A traveler beckoned here by the god of the myriad planes. Aha. The god of... Sorry, what? My lord has chosen to put down roots here presently.
You should be supremely honored. When lamentations arise from the paradoxical resonance of dimensions competing to survive, the contours of such intonations generate surges and swirls of possibility that... Whoa, whoa, whoa. Hold on. To what? Try that again. Slowly. With small words. You and your companions have been invited to test your strength. I'm here to tell you where to go. So, do you accept? You might die, but only a little. The odds are very probably sort of average that you might find your way back. I accept your challenge. Ja, ich nehme es einfach mal an. Splendid. Then let the gates be thrown wide and the dimensions traversed, that the far winds might engrave you a path. Welcome back. So, how was your transdimensional journey? War okay, würde ich sagen. War ein bisschen härter als gedacht. Visit me if ever you wish to brave its recesses again. For I will be here. Always here. Ah, Verbündete. Jetzt ist ein Verbündeter. Okay. Gottesanhängerin. Salbinet. Okidoki. Ich habe genug gespielt. Ich ziehe mich dezent zurück. Aber ich bin komplett geheilt, aber ich muss halt noch mal einkaufen gehen. What do you need? Ich muss mal gucken, wo die Missionsgruppen sind. Die sind da. Okay, die müssen was anderes machen. Mission abbrechen. Ja, man guckt mal da ein bisschen nach. Mal gucken, was es da so gibt. So, was haben wir denn jetzt? Ist ja meine Stunde da schon fast rum, ne? Muss ein bisschen Hauptstory geknüppelt werden. I expected you. Okay, so viele neue hat sie. Ich hätte gedacht, sie hat ein paar neue, wenn... Wenn ich nur die Basis ausbaue, aber... Dem ist so nicht. Dann, ich gucke, ja, Runen muss ich jetzt nochmal gucken. Ich muss jetzt nochmal Runen gucken. Goods, right? Leave it to me. So, Noah hat... Rune der Geschwindigkeit, Rune der Fähigkeit... Verteidigung. Um 15%, das ist auch schon heftig. Rune der SP. Auch nicht schlecht. Das finde ich cool. Das werde ich mal mit reinnehmen. Dann gibt es noch irgendwas zu tun? El Alicante müsste ich eigentlich mal ausrüsten, richtig, ne? Ich muss, glaube ich, sowieso mal die ganzen Sachen schätzen lassen. Deswegen kann ich noch mal ins Handelshaus gehen und dann geht's mit der Story weiter. Ich erstmal hier. What can I do for you? Not sure this was worth bringing in, to be honest.
Gedenkmünze. Jetzt muss ich die alle schätzen lassen. Dauert ja ewig. Und sind alle 1000 wert. Kann ich nicht alle auf einmal. Eine Goldmünze. Nochmal. Naja, dann verkaufe ich die mal alle, oder? So, davon. Glückskatze aus Holz. So. Dann ein bisschen Rüstung. Ja, für meinen El Alicante hier. Aber der hat schon das Beste, oder? Scheinbar schon. Na okay, dann hat sich das ja erledigt. Okay, okay, okay. Dann Gegenstände. Take a look. Heilrauch, Wiederherstellungsrauch. Mach's mal so, Wiederbelebung. Das ist ganz nützlich. Nimm mal 10 mit davon. Und davon auch nochmal 3. So, jetzt ist die Inventar auch größer. Jetzt würde ich aber sagen, Main Story. Da muss ich hin. Jetzt endlich mal Main Story weitermachen. Hat auch, glaube ich, lang genug gedauert. Okay, gehen wir los. Gucken mal, was die Abenteuer noch so bereithalten. Auf jeden Fall wird jetzt, glaube ich, gleich eine große Schlacht anstehen. Ich kann nur mal gucken, ob es hier bessere Rüstung gibt. Mondschleier ist für alle besser. So, dann machen wir es mal so. Zack, zack. Drachenkopfschutz. Okay. Zum Glück habe ich nochmal geguckt, dass ich meine Leute hier einkleiden kann. Die Drachenrüstung. Volle Drachenrüstung. Eupharius, davon profitierst du, mein Freund. Schild hat keiner. Wunderbar. Jetzt geht's aber wirklich weiter. Ich muss schon wieder Pipi machen, wo ich noch gar nichts getrunken habe.
So. Bin gespannt. Ist jetzt echt lange her, dass es mit der Hauptstory weiterging. Es war wirklich viel Nebenquest-Gedöns, was man jetzt gemacht hat, aber ich will eine schlagkräftige Armee haben. Von 100 Leuten. Helden. Wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber auf die möchte ich mich verlassen. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.